Sie brauchen sich nicht zu rechtfertigen. Ich werde niemandem von Ihrer Stahl- und Wasserallergie erzählen. Und wenn Sie irgendjemandem zum Reden brauchen, Rüdiger, ich bin immer für Sie da. Außer vielleicht bei U-Boot-Angriffen. Germania Filmproduktion zeigt Warboat mit Flottenchef Norbert Boschke, Admiralstabsoffizier Rüdiger Hansen und dem ersten Offizier Georg Blom. In weiteren Rollen Fenrich Schulte, Kombüsenchef Gunther Blum und natürlich Wehrmachtskapitän Jens Rissen. Folge 31. Geheimnisse. Herr Hitler, Herr Kapitän. Herr Hitler, Blom, kommen Sie rein. Dickes Wetter, was? Mhm. Naja, jedenfalls werden wir so nicht so schnell von den Tommys gesehen. Jens, ich muss mit dir reden. Wegen gestern Nacht. Da gibt es nichts zu reden. Wir haben eine Dummheit gemacht und das war's. Jens, bitte. Ich hatte nie geplant, einen Keil zwischen dich und den Flottenchef zu treiben. Ich weiß doch, wie sehr euch die gemeinsame Zeit bei der Totenkopf-SS verbindet, aber diese Gefühle, die ich für dich habe, lassen sich nicht länger unterdrücken. Okay, Jörg. Was machen wir bloß? Ihre erste Fahrt auf der Bismarck, Generalstabsoffizier. Oh, Flottenchef Poschke. Ja, meine erste Fahrt. Mein Arzt hat mir dazu geraten, wegen meiner Neurodermitis. Angeblich wirkt die salzhaltige Luft Wunder. Das tut sie. Herr Hansen, das tut sie. Mein Bruder hat 39 auf der Prinz Eugen im Südatlantik gedient und ist damit seine Borreliose losgeworden. Alle Achtung. Und später im Kampf leider beide Beine. Oh, das tut mir leid. Generalstabsoffizier, darf ich offen sprechen? Selbstverständlich. Ich habe vorhin mit Marinestabsarzt Sascha Albrecht gesprochen. Ich weiß, wie krank Sie wirklich sind, Rüdiger. Flottenchef, ich... Sie brauchen sich nicht zu rechtfertigen. Ich werde niemandem von Ihrer Stahl- und Wasserallergie erzählen. Und wenn Sie irgendjemandem zum Reden brauchen, Rüdiger, ich bin immer für Sie da. Außer vielleicht bei U-Boot-Angriffen. Danke, Flottenchef. Das bedeutet mir relativ viel. Heil Hitler. Heil Hitler. Und nächste Woche wird es noch spannender. Kombüsenchef Gunther Blum steht kurz vor dem Burnout. Ich versuche ja schon jeden Tag, zwei glutenfreie und zwei vegane Gerichte auf den Tisch zu bringen. Aber kochen Sie doch mal mit vier Leuten für 650 Soldaten. Ja, Entschuldigung, das stand mir nicht zu, Sie wegen der misslungenen Lauch-Dinkel-Tisch so zu kritisieren. Ja, das finde ich auch. All das und mehr in der nächsten Ausgabe von... Warboat.